Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kosmetikvolles YouTube-Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schön sehen könnt, aber ich habe meine Augenbrauen nicht gemacht. Und ich wollte euch heute mal von einer Methode erzählen, die auf Instagram relativ bekannt geworden ist. Und zwar sind das Soap Brows, also die Augenbrauen mit Seife zu machen. Und zwar gibt es was ganz Cooles Neues von Make-up Revolution. Und zwar heißt es auch einfach nur Soap Brows, also Seifenaugenbrauen. Ich glaube, man kann das hier jetzt nicht so gut erkennen. Das ist einfach so ein goldenes kleines Schächtelchen, Soap Brows. Und hier drin ist halt Seife. Das hier, also es ist halt hart, also jetzt gerade kommt hier wirklich so nichts von runter. Es ist halt wirklich wie so ein Stück Seife so gesehen. Aber das Wichtige daran ist, dass es durchsichtig ist. Also man kann es auch theoretisch mit einem Stück Seife machen, aber ich finde es da manchmal ein bisschen schwer, die durchsichtige zu finden, weil die darf nämlich an sich ja keine Farbe haben. Die sieht jetzt hier zwar weiß aus, aber die ist auf jeden Fall durchsichtig, weil andere Seife kann so ein bisschen so weiße Rückstände in den Haaren hinterlassen. Und ich wollte euch heute mal erklären, wie man das macht und warum man das überhaupt macht. Seife ist nämlich ein richtig, richtig gutes Augenbrauengel. Also es hält die Augenbrauen richtig, richtig schön in Form. Und wenn man wirklich so diese buschigen Instagram-Augenbrauen haben möchte, ist das eine sehr, sehr gute Methode. Vor allem auch, wenn man so ein bisschen störrischere Augenbrauen hat und ein Augenbrauengel nicht so gut hält, kann man echt super gut einmal Soap Brows austesten. Und was ich hier ganz cool finde, in diesem kleinen Ding von Revolution kommt hier unten, das liegt eigentlich hier so drin, da, so ein kleines Bürstchen, womit man das auch den direkt auftragen kann. Und ja, das will ich euch mal zeigen. Also das ist ja so ein, echt so ein Instagram-Ding, also ist bei Instagram echt recht berühmt geworden und bei YouTube auch. Das gibt es an sich schon ewig lange, also Soap Brows gibt es schon beim Make-up-Artisten echt schon seit, ich weiß nicht, weil wir waren bestimmt schon seit 1990, also echt schon sehr, sehr alte Methode, die aber immer noch sehr, sehr gut ist und sehr, sehr bewährt auch ist. Und das ist eigentlich echt super einfach. Ich selber mache das am liebsten so, dass ich die Augenbrauen vorher noch nicht irgendwie nachzeichne. Also ich mache das echt erst danach, wenn ich die Seife schon drin habe. Man kann es auch davor machen, aber bei mir geht das dann irgendwie nie so hin, dass ich die richtige Mischung an Wasser und Seife habe. Also mir wird es manchmal ein bisschen zu flüssig oder ein bisschen zu seifig, deswegen kann es sein, dass das dann so ein bisschen verschmiert, das Augenbrauenprodukt. Deswegen mache ich das danach. Wenn ich Soap Brows mache, dann nehme ich immer Augenbrauenpuder anstatt einen Stift, weil im Stift kann es sein, dass es ein bisschen schwer ist, darüber zu gehen. Man kann es, aber weil es dann so ein bisschen wachsiger ist auf den Augenbrauen, das ist manchmal ein bisschen schwer, finde ich. Deswegen mache ich das halt immer mit Puder. Ich habe jetzt hier, das ist noch das von Freedom. Das Augenbrauenpuder ist in der Farbe Caramel Brown, also dieser Rotton davon. Freedom gibt es aber so nicht mehr. Die wurden umbenannt. Soweit ich weiß, umbenannt auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es das so nicht mehr. Aber es ist jetzt von Revolution Pro. Ich verlinke euch auch die Revolution Pro Sachen unten in der Infobox. Es ist an sich dasselbe Puder, nur ich wollte halt nicht ein neues Puder aufmachen, weil Augenbrauenpuder, da geht man echt. Also ich brauche da extrem lange für, bis ich die mal leer mache. Ich habe noch nie eins leer bekommen. Deswegen habe ich jetzt dann auch das von Freedom hier. Und ja, halt zum Auftragen braucht man halt auch nochmal einen kleinen Pinsel. Ich habe jetzt den LBF 14, der ist bei mir ein bisschen, sieht ein bisschen mitgenommen aus, weil ich damit auch mal meine Augenbrauen färbe. Das ist aber der einzige gerade, der sauber gerade ist. Deswegen benutze ich jetzt einfach den hier. Und ja, was man halt auch noch braucht, ist ein bisschen Wasser, um die Seife halt nass zu machen. Man kann aber auch einfach Setting Spray benutzen. Und da ich gerade ein bisschen zu faul bin, wieder aufzustehen, das ist ein bisschen schwer, euch das uns zu zeigen, mache ich das einfach mit Setting Spray gleich einfach mal nass. Ich habe jetzt auf jeden Fall saubere Augenbrauen. Ich zoome euch mal ein bisschen näher ran. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt gerade nichts in meinen Augenbrauen drin. Also, die sind hier recht, doch recht voll, aber jeweils hinten hin haben die halt hier echt so recht große Lücken. Und man kann das damit halt sehr gut auffüllen gleich. Aber auf jeden Fall sprühe ich das jetzt erstmal gleich an. Und ich sprühe einfach so zweimal rein, damit es auf jeden Fall schön nass ist, wie man sieht. Und dann gehe ich mit diesem Bürste hier rein. Also ich gucke, also sollte halt nicht schäumen, sondern einfach nur, wie man hier sieht, dass hier vorne schon weiß wird auf dem Bürstchen. Einfach so ein bisschen Produkt davon runternehmen, dass man halt hier sieht, da ist halt Seife drauf. Und dann kann man damit ganz einfach seine Augenbrauen durchbissen. Ich mache das so, damit wirklich alle Haare so einmal da drin gecoated sind, also dass wirklich alle Haare so ein bisschen was abbekommen haben. Gehe ich einmal erst so von hinten nach vorne durch meine Augenbrauen durch. Da sieht man,
wie buschig die sind. Ich muss die echt mal wieder schneiden. Und danach bürste ich die halt so in Form, wie ich das haben möchte. Also man sieht, also ich könnte die halt echt wirklich einfach so nach oben bürsten. Und die bleiben so. Also das ist wirklich so eine richtig, richtig sehr gute Art, auch störrische Augenbrauen in Form zu bringen. So, die sind dann auf jeden Fall, also wie man, also ich finde, man sieht auf jeden Fall schon einen extremen Unterschied. Also die Augenbraue sieht auch viel gelifteter aus und halt auch viel buschiger, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt so ein bisschen zu viel Seife hier drauf hat und zu viel Seife auch auf der Haut ist, kann man einfach mit einem nassen Q-Tip hier so ein bisschen die Augenbraue sauber machen, einmal so ein bisschen außen rum gehen. Und so wie ich, also ich finde, es ist ein bisschen zu dick, gerade wenn ich das Problem habe, dass ich das ein bisschen zu, wenn ich ein bisschen zu viel Seife halt genommen habe, dann nehme ich einfach hier von einem Augenbrauenstift das Bürstchen hinten. Der will jetzt gerade nicht fokussieren, auf jeden Fall ist das halt das Bürstchen von einem Augenbrauenstift hinten. Und da mache ich jetzt nichts mehr dran und ich gehe einfach hiermit so ein bisschen durch und bürste das so ein bisschen aus, damit einfach die Seife so ein bisschen besser verteilt ist in den Augenbrauen. Und ich gucke halt echt, dass ich die Augenbrauen hier oben hin bürste, da wo mir halt so ein paar Härchen fehlen, dass die einfach da schon ein bisschen aufgefüllter aussehen. So, das ist jetzt halt die eine Augenbraue ohne und einmal hier die Augenbraue mit einfach nur so ein bisschen Seife da drin. Als nächstes, um die noch hier außen so ein bisschen aufzufüllen, will ich jetzt einfach in das Augenbrauenpuder gehen. Da gehe ich in die dunklere Farbe von den beiden. Einfach so ein ganz bisschen auf den Pinsel drauf und dann gehe ich damit halt hier oben in die Lücke rein und fülle das dort halt so ein ganz bisschen auf. Und ich fülle jetzt echt nur so ein bisschen auf, da wo ich jetzt finde, dass ich jetzt so ein paar Lücken noch habe oder wo ich es ein bisschen dichter halt haben möchte. So, und das wäre dann die eine fertige Augenbraue mit der Seife. Also es ist auf jeden Fall schon, wie man sehen kann, sehr buschig. Es ist halt nicht so diese perfekte Instagram-Augenbraue, die wirklich so richtig schön ausgezeichnet, also wirklich so, ich gehe da jetzt nicht mit Concealer oder sowas mit drüber, sondern das ist wirklich eher so ein bisschen buschiger, ein bisschen natürlicher, die Augenbraue, was ich persönlich sehr gerne mag. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen hier, ist noch so ein bisschen Lücke, die noch ein bisschen mehr auffüllen mit dem Puder. Aber ich finde, in echt sieht das schon sehr gut aus und auch echt relativ natürlich aus. Die sind immer noch so ein bisschen buschig, also von der Seite, die liegen jetzt nicht flach am Kopf an. Das kann man machen, das Ergebnis. Also wenn man wirklich so ein bisschen so sehr flache Augenbrauen haben möchte, kann man das auch machen damit. Aber das mag ich persönlich halt einfach nicht ganz so gern. Deswegen sieht das halt jetzt so, würde ich das persönlich jetzt so lassen. Also da muss jetzt nichts mehr hin. Die bleiben in Form. Die fühlen sich halt ein bisschen härter an dadurch. Aber ich finde, das ist mit allen Augenbrauen-Gelen so, dass die Augenbrauen sich ein bisschen härter anfühlen. So einfach sind Soap Brows. Ich mache das jetzt auch noch mal kurz an der Seite hier. Und dann wäre es das auch schon. Das ist echt ein recht kurzes und simples Video heute. So, und das sind dann die fertigen Augenbrauen. Also es dauert bei mir ein bisschen länger. Ich habe einfach die Übung damit nicht, weil ich das einfach nicht alltäglich mache. Ich mache es halt ab und zu mal, wenn ich wirklich will, dass die Augenbrauen halten und wirklich den ganzen Tag halten. Dann mache ich das ab und zu mal, aber sonst halt nicht ganz so oft. Aber ich finde, es ist eine super Methode, wenn man wirklich möchte, dass die Augenbrauen den ganzen Tag halten. Also ich finde, die sehen auch echt gut aus. Eindeutig voller, eindeutig dichter sehen die dadurch aus. Wenn man ein bisschen dunklere Augenbrauen hat, muss man die echt nicht mal mehr nachziehen oder sowas danach. Einfach nur in Form bringen. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Ich verlinke euch wie immer alle Produkte unten in der Infobox, genauso wie alle unsere Social Media Kanäle. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne unseren Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen möchtet. Ach, und falls ihr euch wundert, die Wimpern, die ich trage, sind die Red Cherry Margot. Und Lippenstift, also es ist nur ein Lip Liner von Essence in der Farbe Because The. Verlinke ich euch auch beide unten in der Infobox. Und das wäre es auch schon und wir sehen uns dann im neuen Video.